keine Angst, auf Menschen zuzugehen. Ne? Ich meine, Bill Clinton ist nicht irgendjemand. Und wenn dann er reinkommt und es ist irgendwas, da kann ich nichts mit einem kleinen Mäuschen anfangen, was Angst hat irgendwie oder vor Hochachtung auf die Knie fällt, jetzt mal überzogen gesagt, da brauche ich eine gestandene Person, eine selbstbewusste Person. Eine gute Eventagentur erkennt man natürlich an der Art und Weise, wie zum Beispiel Angebote geschrieben werden, wie viel Kompetenz, Kernkompetenz in dem Thema auch auf Seiten der Agentur schon im Vorhinein erkennbar wird. Das erkenne ich eigentlich erst hinterher, wenn die Veranstaltung gut gelaufen ist, wenn die Gäste zufrieden sind. Sie muss sich auskennen mit der Materie, mit dem Thema. Wir schätzen es sehr, wenn die Leute auch schon Erfahrungen haben in barrierefreien Veranstaltungen. HN Heike Niemeyer bietet zum einen das klassische Veranstaltungsmanagement an, zum anderen bieten wir auch Beratungen und Trainings in diesem Bereich, insbesondere im Ausland, an. Und mittlerweile bin ich auch noch qualifizierte oder zertifizierte Qualitätsmanagementbeauftragte und kann auch in diesem Bereich Beratungen anbieten. Die Veranstaltung IARC, die wir gemeinsam mit der GEZ und dem Bundeskanzleramt durchgeführt haben, ist ein besonders schönes Beispiel für uns, also für mein Team und mich, dass auch konzeptionelle Vorschläge einfach beim Kunden angenommen werden und dann letztendlich auch realisiert werden. Die Frage für uns war, was wir mit der Veranstaltung erreichen wollten. Und wir wollten erreichen, dass die Gäste miteinander reden, dass ein offener Austausch zwischen den Vertretern verschiedener Regierungen stattfindet. Und dazu gehört dann, dass man ein paar übliche Gepflogenheiten über Bord wirft und kippt, dass man ein paar Überraschungen schafft. Gone with this and with this and maybe also with this. Maybe only one thing and it would be totally fine. Dass wir die Veranstaltung aufgelockert haben durch eine Konferenzschauspielerin, war zum Beispiel ein ganz hervorragender Vorschlag von Frau Niemeyer. Das ist schon etwas, was ich von einem Konferenzmanager erwarte und was wir von Frau Niemeyer auch bekommen haben. Wir haben nämlich gute Ideen bekommen haben, dass wir Ideen auch diskutieren konnten, dass wir Ideen auch verwerfen konnten und dann insgesamt ein stimmiges Gesamtkonzept für die Veranstaltung hatten. Cinema verbindet ist eine Veranstaltung, die über das BMZ initiiert wurde. Und im Kontext der Berlinale wird jedes Jahr dort ein entwicklungspolitischer Filmpreis vergeben. Diese Cinema verbindet Veranstaltung innerhalb der Berlinale ist also ein wichtiges öffentlichkeitswirksames Event für das Bundesentwicklungsministerium. Ich habe Frau Niemeyer kennengelernt über die Stiftung Eierstockkrebs. Wo sie extrem engagiert unsere vielfältigen Aktivitäten zur Verbesserung des Bewusstseins zum Thema Eierstockkrebs gearbeitet hatte. Sie hat uns als Mitarbeiter der Stiftung sehr geholfen, eben auch im Umgang mit zum Beispiel Gästelisten. Das war mir persönlich aus meinem Beruf jetzt nicht geläufig und sie hat mir da unglaublich geholfen, also im Sinne von mir überhaupt erstmal erklärt, wie man das macht. Und wir haben sehr von ihrer Netzwerkkompetenz profitiert und war extrem beeindruckt, wie sie in kurzer Zeit doch ganz relevante Strukturen aufbauen konnte und habe mich sehr gefreut, dass sie so eine Dynamik in unsere gemeinnützige Arbeit einbringen konnte. Die Länder Aserbaidschan, Armenien und Georgien präsentieren sich im Zusammenschluss auf der Internationalen Grünen Woche in Berlin und auf der Biofach in Nürnberg. Und in diesem Zusammenhang habe ich das Land Aserbaidschan begleitet.
Shortly after being contracted, Frau Niemeyer visited Azerbaijan and met all companies participants of this trade fair. And she provided them with advices on how to make this presentation successful, how communicate with the future business prospect. Wir haben ein GIZ-Vorhaben in der Mongolei. Thema ist Förderung der Rohstoffindustrie und Unterstützung der mongolischen Partner bei der nachhaltigen Entwicklung des Rohstoffsektors. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Mongolei einerseits an ausländischen Investoren interessiert ist. Das heißt, man also auch hier nach außen eine Außendarstellung, eine Außenwirkung immer wieder haben möchte und braucht und dazu eben auch Veranstaltungen machen muss. Ich bin zu verschiedenen Veranstaltungen in der Mongolei eingeladen worden, um diese als Art Supervisor zu begleiten. Und habe sehr viel beratend hier zur Verfügung gestanden. So war ich zum Beispiel vor kurzem Impulsgeber für die Veranstaltung Menschenrechte und Wirtschaft. Wir haben dort den stellvertretenden Direktor des Deutschen Instituts für Menschenrechte, Herrn Michael Windfuhr, in die Mongolei eingeladen und versucht, einen Aktionsplan im Kontext Menschenrechte und Bergbau zu initiieren. Die Beratungseinsätze durch Frau Niemeyer bilden meiner Ansicht nach einen Meilenstein insofern, als die Veranstaltung seither, egal ob das jetzt von der Handelskammer ist, von einem Arbeitgeberverband, von dem Wirtschaftsministerium, dass diese Veranstaltungen insgesamt sehr viel professioneller geworden sind, sehr viel effizienter und dass durch diesen Einsatz von Frau Niemeyer insgesamt einfach eine sehr viel höhere, bessere, professionellere Qualität in der Mongolei eingeführt wurde. Thanks to consultancy service of Frau Niemeyer, Azerbaijani companies managed to establish new business contacts with potential clients in Europe. Heike Niemeyer ist sehr lösungsorientiert und sie weiß, was eine Veranstaltung rund macht. Das bedeutet, sie ist sowohl den Inhalten verpflichtet als auch dem Rahmenprogramm und dort hat sie immer super Ideen und bringt die ein und das ist sehr angenehm. Eine der größten Stärken von Frau Niemeyer ist es, dass sie sich bei der Veranstaltung nicht in den Vordergrund schiebt, sondern aus dem Hintergrund heraus die Abläufe, den Personaleinsatz, die Koordination in der Hand hat und die Sachen auch unauffällig nachsteuert, wenn der Bedarf dafür da ist. I enjoyed cooperating with her and I would like to work with her again.